Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Baustelle Westfalenstadion. Die Bude ist trotzdem rappelvoll, kein Wunder. Hier spielt der Erste gegen den Zweiten in der Tabelle, der Meister gegen den Rekordmeister. Hier spielt meinetwegen auch Hitzfeld gegen Rehagel. Die Spitzen des deutschen Fußballs sind heute Abend in Dortmund versammelt. Franz Beckenbauer sowieso. Berti Vogts hat alle seine Kollegen aus der Bundesliga hierher eingeladen. Und wenn es nichts wird, liebe Zuschauer, mit dem Spitzenspiel, naja, dann wissen Sie, das Fernsehen ist sowieso an allem schuld. Und da kommen die Mannschaften. Bodo Schmidt. Er muss ja heute einspringen. Tanko haben wir da gesehen. Stefan Reuter. Steffen Freund, nochmal die letzte Kontrolle am Schuhwerk. Martin Kreh, Kohler, der junge Ricken. Und dann die beiden, auf die sehr viel ankommen wird. Matthias Sammer, Andi Möller. Ja, und da haben wir Giulio Cesar. Er hat den Mittelfuß angebrochen. 4 Wochen Pause, das ist die aktuellste Information, die wir Ihnen dazu liefern können. Und seine Rolle soll heute Bodo Schmidt einnehmen. Ausfüllen wird er das können. Das ist die Dortmunder Ballgesellschaft, vollzählig versammelt. Ja, wen klagt er denn da? Otto Rehagel. Das Westfalenstadion für ihn nicht unbedingt eine erfolgreiche Adresse. Er war in seiner Trainerlaufbahn insgesamt 16 Mal hier und hat nur einmal gewonnen. Das war irgendwann in den 80er Jahren mit dem SV Werder Bremen. Oliver Kahn, wird er das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten am nächsten Sonntag? Sie haben vielleicht mitbekommen, rote Karte heute für Andi Köpke. Vielleicht werden wir Berti Vogts dazu noch befragen können. Der Schiedsrichter Edgar Steinborn, 38 Jahre alt, kommt aus Sinzig. Sehr interessante Hobbys, geht gerne wandern. Übrigens auch immer vor einem Spiel macht er sich richtig schön locker und warm mit den Mannschaften. Und auf geht's. Matthias Sammer heute in der Rolle des Kapitäns bei Borussia Dortmund, denn Michael Zorc ist nicht dabei. Für viele überraschend, da war sich Ottmar Hitzfeld gestern noch keineswegs sicher. Thomas Helmer, der Kapitän beim FC Bayern. Die Stimmung prächtig, das Wetter hält. Liebe Fußballfreunde, wie gesagt, alle Voraussetzungen auf ein Spitzenspiel sind eigentlich gegeben. Eine hochkarätige Ansammlung von Nationalspielern. 7 Bayern und 7 Dortmunder sind im erweiterten Aufgebot von Berti Vogts für die anstehenden Länderspiele gegen Moldawien am kommenden Sonntag und dann gegen Wales am 11. Oktober. Wie ein Mann stehen Sie hier hinter Ihrer Borussia. Andi Möller, der Mann, der Verantwortung übernehmen will und wohl auch kann. Er traut es sich jetzt zu, er ist gereift, ohne Frage. Aber auch ein starkes Bayern-Kontingent hierher angereist nach Dortmund. Die Bayern haben ja im ganzen Bundesgebiet ihre Fans, das wissen wir. Edgar Steinborn, er kann ein gutes Händchen, ein sicheres Händchen gebrauchen. Flachste mit mir noch eben vor dem Spiel. Wir beide entscheiden heute live, hat er gesagt. Ja, ja. Auf geht's. Martin Kreh auf der linken Außenbahn bei Dortmund. Er wird die Aufgabe haben, Zickler abzuschirmen. Das sind ja die beiden Änderungen, die Otto Rehagel vorgenommen hat in seiner Mannschaft. Zickler für Hamann und Nerlinger für Scholl. Wenn man einmal die Formation vom Europapokalspiel in Moskau zugrunde legt. Da haben wir Alexander Zickler. Herzog. Klinsmann. Stefan Reuter und Ibrahim Tanko, der 18-Jährige aus Ghana, der in dieser Saison erst einen Einsatz hatte, 45 Minuten überhaupt erst gespielt hat. Dabei sage und schreibe einen einzigen Torschuss abgeben konnte. Da ist er, Ibrahim Tanko. Wir haben tolle Spiele gesehen von dem Jungen, auch im Europapokal. Zum Beispiel gegen Juventus Turin im letzten Frühjahr.
das ist Svaca, der Quarterback, wie Otto Rehhagel sagt, der Mann, der vor der Abwehr abräumt. Alexander Zickler hat Probleme auf der rechten Außenbahn, ist eigentlich nicht so seine Position. Es sträubt sich innerlich auch ein bisschen dagegen, möchte viel lieber Stürmer spielen, aber da hat Rehhagel natürlich zwei hochkarätige Leute, den Klinsmann und den Kostadinov. Heiko Herrlich. Wunderschönes Tor gemacht, Kopfballtor am Mittwoch in der Champions League. Da kommt der Pass, aber wohl im Abseits, obwohl auf dieser Einstellung nicht eindeutig zu erkennen. Rinken fordert den Ball. Strunz in der Libero-Position, außer Frage bei den Bayern. Der Konflikt ist entschieden, sagt Otto Rehhagel. Nicht Thomas Helmer, der auch gerne Libero wäre, sondern Strunz. Zweikampf stark, glänzt auch durch lange Pässe, aber die erste Ecke für Borussia Dortmund. Steffen Freund, ganz, ganz wichtiger Mann im defensiven Mittelfeld bei der Borussia. Gerade wieder genesen von seiner Nierenprellung. Und Jürgen Kohler. Der wird sich heute an Klinsmann festbeißen, denn Ottmar Hitzfeld hat in seiner Abwehr einiges geändert. Da haben wir Jürgen Klinsmann. Sie wissen, liebe Zuschauer, Dortmund spielt eigentlich mit Raumdeckung in der Abwehr. Aber in dieser Zusammensetzung, nämlich Kohler, Schmidt und Sammer, haben sie noch nie gespielt. Deshalb hat Hitzfeld umgeschaltet. Es ist ihm zu gefährlich, das Übergeben der Münchner Stürmer. Er spielt also Kohler direkt gegen Klinsmann und Bodo Schmidt gegen Kostadinov. Der K&K-Sturm der Bayern. Herrlich. Na, harmlose Attacke von Jürgen Klinsmann. Da haben wir Julio Cesar. Das ist natürlich ein großer Verlust für die Dortmunder, dass der heute nicht dabei sein kann. Haben wir ja auch gesehen in Glasgow, als er ging. Da fielen die Tore. Svaca. Jetzt schon zu sehen, Kohler folgt dem Klinsmann auf Schritt und Tritt. Sicher unter den Augen von Bundestrainer Berti Vogts. Eine ganz interessante Paarung zwischen diesen beiden. Jürgen Kohler ja häufig stark kritisiert in letzter Zeit. Thomas Helmer. Er als Manndecker in der Nationalmannschaft eigentlich unbestritten. Möller gegen Nerlinger. Erste Kostprobe von Christian Nerlinger hier gegen Möller. Das war erstmal die leichte Sichel.
Allinger und Möller, die beiden kennen sich, haben zum Beispiel im Fuji Cup gegeneinander gespielt. Er ist gewissermaßen die defensive Komponente im Bayern-Spiel. Klinsmann, schön auf Ziegler. Dann von Sammer gestört. Da muss der Martin Kreh besser aufpassen, da muss er mitgehen. Freund, Sammer. Heute insgesamt wahrscheinlich defensiver eingestellt, so ist die Order von Ottmar Hitzfeld. Natürlich soll er das Spiel auch von hinten heraus öffnen. Aber er darf keinen Wohnwagen im Mittelfeld aufstellen. Das heißt, er darf sich nicht ständig dort aufhalten. Das ist dem Dortmunder Trainer doch zu gefährlich. Im Übrigen keine Differenzen zwischen den beiden. Von wegen Defensiv- oder Offensivtaktik. Alles im Reich der Fabel, sagt Hitzfeld. Jetzt hat er Platz, Bodo Schmidt. Richtig geschaltet, der Steffen Freund, bei diesem Querpass von Reuter. Klinsmann weit zurückhängend. Und Stefan Kloß. Auch er ja im erweiterten Aufgebot von Berti Vogts für die anstehenden Länderspiele. Natürlich auch Matthias Sammer. Er soll ja in die Libero-Position zurückkehren. Nachdem er zuletzt gefehlt hat, verletzungsbedingt. Wieder Sammer. Sobald er über die Mittellinie kommt, geht Nerlinger ran. Freund. Schwaches Abspiel. Und dann diese Attacke gegen Herzog. Herzog, der den Vorzug bekommen hat gegenüber Mehmet Scholl. Wer auch immer spielt, einer ist immer ein bisschen sauer, zumindest säuerlich. Aber das macht bei Rehagel keinen Eindruck. Der sagt, wer bei den Bayern einen Vertrag unterschreibt, muss wissen, worauf er sich einlässt. Klinsmann. Und da haben wir Emil Kostadinov. Er ist die ideale Ergänzung für Klinsmann. Otto hatte ihn aktiviert. Er hat ja monatelang nicht gespielt, der Bulgare Emil Kostadinov. Aber sich im Training jetzt immer besser angeboten. Da sehen wir Oliver Kreuzer, Marcel Witeczek und Mehmet Scholl. Soeben an der Nase haben wir erkannt, den Mehmet. Die sah nicht so fröhlich aus. Kein Wunder, der Junge möchte spielen und ich bin ganz sicher, er wird auch seine Chance noch bekommen, denn Andi Herzog ist ja in den allermeisten Spielen bei den Bayern bisher ausgewechselt worden. Fünfmal schon. Obwohl er immer in der Anfangsform als Stürmer stand, auch heute Abend wieder. Stefan Reuter gestern noch mit Oberschenkelproblemen, lief er nur seine einsamen Runden da auf dem Trainingsplatz. Hatte übrigens letzte Woche noch ein sehr freudiges Ereignis, ist Vater geworden, einer Tochter, Jennifer heißt sie. Nur noch, was kann doch auch beflügeln. Strunz. Bei Bayern Libero, bei Berti wahrscheinlich wieder in einer anderen Position, könnte sein rechter Außenbahn. Alemann jetzt abgeschirmt. Und nun Sforza. Vorne geht Kostadinov. Ja, da hat er wohl auf Klinsmann gewartet, er kam aber nicht so schnell nach.
Emil ist ja der ideale Vorbereiter. Nicht? Im UEFA-Pokal-Rückspiel in Moskau hat er 3 Tore vorbereitet. Wunderschön auch den Klinsmann freigespielt. Dabei noch selber einmal Latte und Pfosten getroffen. Merlinger. Christian Ziege. Erste schöne Flanke von Alexander Zickler. Und Sommer. Ricken. Schön geklärt von Ziege. Aber noch ist er heiß. Tanko. Oh, Matthias Sommer da. Mit einer verbalen Attacke gegen Schiedsrichter Steinborn. Der Hitzkopf Matthias Sommer. Gelbe Karte gab es für diesen Ausfall von Schiedsrichter Steinborn. Ja, das ist ein gewisses Problem bei Matthias Sommer. Er hat in bestimmten Situationen seine Nerven nicht im Zaum. Das kann man jetzt gut oder schlecht auslegen. Er ist eben ein Feuerkopf, ein Fanatiker, ein Gerechtigkeitsfanatiker. Nur das bringt alle nichts. Kein Foul, sagt Steinborn hier bei dieser Attacke von Kostadinov gegen Schmidt. Noch einmal die Szene. Ja, er muss sie wohl getroffen haben, wenn ich die Reaktion von Bodo Schmidt zum Maßstab nehme, aber es lag irgendwo ein dunkles Geheimnis auf diesen Bildern. Wir wissen nicht, wo er ihn getroffen hat. Einwurf. Klar zu erkennen, dass die Bayern hier sehr früh angreifen. Sehr aggressiv spielen, Pressing demonstrieren. Die Dortmunder gar nicht zur Entfaltung kommen lassen wollen. Und jetzt Babbel in der Dortmunder Hälfte. Zickler geht. Weit aufgerückt die Bayern-Abwehr, Schwarza, Kostadinov und dann Fehlpass. Schön von Tanko. Und jetzt Stefan Reuter. Das gibt's nicht. Stefan Reuter, super gemacht, von Tanko freigespielt und dann lässt der Helmer stehen, fuchtig mit dem linken Fuß, frei vor Kahn und dann wackelt die Latte. Da war Kahn geschlagen, erste große Möglichkeit. Nach 15 Minuten für Borussia Dortmund. Und was für eine Chance. Stefan Reuter. Ah. Schwach von Jürgen Kohler. Und auch hier großzügig weiterlaufen lassen von Steinborn. Sommer. Geht.
Ja, da wird ihm der Schreck in die Glieder gefahren sein, im Otto Rehhagel. Bei dieser Chance von Stefan Reuter. Swatza! Beschwert sich Christian Sieger ein bisschen bei diesem langen Pass. Von Swatza nicht genau genug. Konnte nicht mehr rankommen. Jeder Besucher ist ein FIP, hat Dortmunds Präsident Dr. Niebaum unlängst mal gesagt. Und wenn das mit den Erfolgen der Borussia so weitergeht, dann gilt der Satz demnächst auch umgekehrt. Kohler. Freund bleibt jetzt hinten, sichert Klinsmann ab. Foul an Reuter. Ja, von hinten. Markus Babbel, er ist ja sonst mehr einer von der milden Sorte, der mit ausgesprochen fairen Mitteln seine Gegner attackiert. Hat stundenlang kein Foul mehr begangen, aber irgendwann ist eben Ende mit der Serie. So wie jetzt gerade. Nichts passiert. Anni Möller. Ricken lauert. Sammer könnte angespielt werden. Aber zunächst mal müssen wir den regulären Abstand herstellen, sagt Edgar Steinbauer. Möller! Das war der Überknaller von Andi Möller. Da sehen Sie es, liebe Zuschauer, noch einmal eingeblendet. Erst das fünfte Foul in dieser Saison. Da hat jedes Spiel mitgemacht, der Markus Babbel. Außerdem müssen wir einiges nachsehen. Da ist er wieder. Stefan Reuter drüben auf der rechten Dortmunder Außenbahn. Bisher sehr gut gegen Ziege. Jetzt wieder. Tanko liegt am Boden im Mittelkreis. Sammer winkt heran, spielt den Ball ins Aus und jetzt ist das Spiel unterbrochen. Ibrahim Tanko. Das 18-jährige Talent aus Ghana, der lange verletzt war und jetzt wieder langsam Anschluss sucht. Ottmar Hitzfeld, ganz Fußball-Deutschland, drückt uns die Daumen, dass wir heute die Bayern schlagen, damit es wieder spannend wird in der Bundesliga. Naja, wenn man das so betrachtet, dann gehört Bayern wohl nicht mehr zu Deutschland. Denn auch hier sind natürlich jede Menge Bayern-Fans in Nordrhein-Westfalen. Und die drücken natürlich nicht für Dortmund die Daumen. Aber wir drücken jetzt alle Daumen für Ibrahim Tanko, dass es ihn nicht zu schwer erwischt hat. Außerordentlich sympathischer Junge. Wird jetzt zunächst einmal draußen am Spielfeldrand behandelt. Spiel geht weiter. Da gab es zunächst Pfiffe, weil Christian Ziege den Ball nicht in die Dortmunder Reihen beförderte. Dann aber Thomas Strunz. Und das hat dann auch unsere Anerkennung verdient. Natürlich sind die Bayern faire Sportler. Da haben wir ihn wieder. Der steht schon, der Junge. Ibrahim, der soll heute dafür sorgen, dass sich Heiko Herrlich da in der Sturmspitze der Dortmunder nicht so einsam fühlt. Das war ja eine ganz überraschende Variante von Ottmar Hitzfeld. Wir haben alle damit gerechnet, entweder Zorc, das wäre dann sozusagen eine defensive Spielart gewesen im Mittelfeld, oder aber Patrick Berger. Und nun bringt er heute
den Tanko. Also nicht nur Otto Rehagel ist für Überraschung gut, auch der Hitzfeld. Babbel, Kostadinov. Ja, Bodo Schmidt, bisher unerbittlich. Sehr dicht bei, gibt ihm keinen Raum. Zuletzt in Glasgow, da musste er kalt ins Spiel und wurde dann auch ebenso kalt erwischt. War ja in der letzten Saison noch Stammspieler bei Borussia und hat jetzt erst Probleme, nachdem Jürgen Kohler hierher kam. Probleme mit seinem Stammposten. Ricken von Kohler. Danko. Und Herrlich. Wieder Danko. Ja, da machen sie natürlich dicht. Also war es ein bisschen zu durchsichtig da. Diese Kombinationen. Einwurf Bayern. Sagt der Schiedsrichter. Was der sagt, wird gemacht. Christian Ziege. Das war Andy Herzog, der seine Probleme hat mit zwei Kämpfen in der Defensive, haben wir gerade gesehen. Da muss er schon mal zu unfairen Mitteln greifen, wie gegen Möller. Schön von Ricken auf Gre. Und Möller. Ja, Markus Babbel sehr aufmerksam. Gegen Herrlich. Beide natürlich extrem kopfballstark. 5 Tore in 5 Spielen, Heiko Herrlich. Und das wunderschöne Tor aus Glasgow, das wir nicht vergessen haben. Flanke kam von Stefan Reuter. Uli Hoeneß wollte hier extrem auf Sieg spielen. Das war sein Rat an Otto Rehagel. Und er hat ja im Grunde genommen auch eine sehr offensive Aufstellung hier präsentiert. Sieht man mal von Nerlinger ab. Nicht? Dafür ist ja Ziegler reingekommen für Hamann, der ohnehin etwas defensiver agiert. Bisher aber erst eine zündende Torschance nach fast 25 Minuten. Das war die von Stefan Reuter, als er den Querbalken traf in der 15. Minute. Gedacht von Sforza, genau in die Gasse. Klinsmann orientierte sich ein bisschen nach außen und auch Kostadinov nutzte diesen Raum nicht. Schön vorbei gelupfelt den Ball von Möller an Nerlinger. Tanko. Der ist immer für so einen Überraschungsmoment gut. Kann am Ball unheimlich viel. Technisch sehr beschlagen, der Junge. Elegante Ballführung. Sammer. Und wieder Stefan Reuter. Matthias Sammer. Wenn die eigene Mannschaft den Ball hat, dann schaltet er sich mit ein.
hier vorbei an Sforza. Ah, fehlte doch einiges, vielleicht ein, zwei Meter bei diesem Distanzschuss. Der sich da energisch durchsetzt gegen Zickler, der natürlich auch irgendwann mal in die Mitte strebt. Er hatte einen Zug zum Tor, dieser dynamische Zickler. Sammer schon wieder in der bayerischen Hälfte. Sofort Nerlinger bei ihm und dann passieren ihm die Fehler. Jetzt 4 gegen 3. Sforza. Nerlinger. Wieder Sforza. Und an die Herzog. Vorausgegangen, liebe Fußballfreunde, der Abspielfehler von Andi Möller, als er da von Nerlinger attackiert wurde. Aber das ist eben. Das ist ja der Sinn dieser Taktik, des Pressings, den Gegner zu Fehlern, zu Abspielfehlern verleiten und dann sofort umschalten auf Offensive. Das können die Bayern perfekt. Aufbauen, das Spiel von hinten anschieben, das ist heute neben der Sicherung in der Abwehr die Aufgabe von Matthias Sammer und das macht er bisher ja sehr gut. Jetzt aber Fehler von Stefan Reuter und Ziege. Sforza, sehr sehr viele Ballkontakte, auch sehr weit aufgerückt für meinen Geschmack. Wieder Sforza. Ach, und die Möglichkeit für Thomas Strunz, der sich da nach vorne gelogen hatte, plötzlich auftaucht in Dortmunder Strafraum. Gelbe Karte, offensichtlich hier für Thomas Strunz. Hat der Jürgen Kohler unsanft attackiert. Steinborn in der Nähe, gar kein Widerspruch, wird akzeptiert. Hier kommt noch einmal diese Chance. Sforza aus dem Fußgelenk. Da ist Strunz. Kree hat gar nicht mit ihm gerechnet. Und Stefan Kloß mit Dusel, mit Muzzle, kann da den Treffer verhindern. Hier nochmal. Großes Glück für die Borussia. Also jetzt gleicht sich das aus. Der Lattenknaller von Reuter und jetzt gerade diese Szene von Thomas Strunz gegen Kloß. Das wird ein Problem der Dortmunder bleiben. Wenn Sammer sich mit nach vorne einschaltet, dann darf so schnell kein Abspielfehler passieren. Dann fehlt er hin. Und dann brennt es lichterloh. Wieder Sforza. Nerlinger. Ja, Möller muss mal mitgehen, das tut er jetzt. Viel Platz für Babbel. Souverän von Matthias Sammer da gerade in der Abwehr. Obwohl Ottmar Hitzfeld selber sagt, wir haben noch nicht in unserer Abwehr wieder die Souveränität der letzten Saison. Ich sage noch einmal, Stichwort Julio Cesar.
4 Wochen werden sie ihn vermissen müssen mit seiner Fußverletzung. Zinkler. Foul gemacht von Kree. Von hinten in die Beine. Kiriako. Da. Schlag von oben auf den Spann von Lars Ricken. Der Bursche ist zäh, er ist ja mittlerweile beinahe schon Stammspieler bei Borussia Dortmund. In den letzten Wochen darf man das durchaus so sagen. Und die Position im Mittelfeld, die behagt ihm auch, die liebt er. Spielt gar nicht so gerne vorne im Sturm. Kohler. Fehler Ricken. Und gleich wieder in die andere Richtung. Schwarzer. Er hat sehr viel Platz. Wird kaum attackiert. Andi Möller lässt den Nährlinger da alleine laufen. Und Herzog. Alle Feldspieler in der Dortmunder Hälfte. Babel hat viel Platz. Verdeckter Schuss, ah, das waren so 25 Meter, Markus Babbel hat in dieser Saison ja schon 2 Bundesliga-Tore erzielt für den FC Bayern München. Ja, wir wollen natürlich Druck machen im eigenen Stadion, das weiß Ottmar Hitzfeld und das hat er der Mannschaft auch verordnet. Aber wenn die Bayern am Drücker sind, dann muss man sich zurückziehen. Genau so läuft auch das Spiel. Hier sind 2 Spitzenmannschaften am Werke und wer die meisten Fehler macht, der wird verlieren. Das ist die einfache Prognose von Ottmar Hitzfeld gewesen. Bodo Schmidt. Elmar. Von Martin Kree. Da wird es der Knut Reinhardt schwer haben, den wieder hier von der linken Außenbahn zu verdrängen bei Borussia Dortmund. Spielt sehr solide. Möller. Ricken. 25 Meter. Volles Grund. Solche Dinge hat er drauf. Lars Ricken. Natürlich ist das nach dem Geschmack der Leute hier. Da. Tolle Schusshaltung. Vollspann. Doch schön, wie der kam da durch die Dortmunder Nachtluft falterte. Und Möller. Bisschen langsam jetzt der Spielaufbau nach vorne bei den Dortmundern. Wieder ist Sammer beteiligt. Reuter. Ja, ja. Aufmerksam Christian Ziege gegen Tanko. Christian Ziege wohl ein bisschen gedrückt von hinten gegen Stefan Reuter, Freistoß Dortmund. Wieder Ricken. Möller. Ja, zu eng jetzt da. Alles durch die Mitte. Da ist kein Durchkommen. Steffen Freund. Beste, was er machen konnte in der Situation. Sah plötzlich die Lücke.
aber doch relativ harmlos, dieser Schuss für einen Mann wie Oliver Kahn. Hier noch einmal. Sicher reagiert vom Münchner Keeper. Wenig Bewegung eigentlich jetzt im Dortmunder Spiel, wenn es nach vorne geht. Da läuft sich keiner frei so recht. Herrlich gut abgeschirmt von Babbel. Jetzt haben wir alle Akteure in der bayerischen Hälfte. So ist es halt. Jeder sucht die verwundbare Stelle des Gegners. Herrlich. Und Sammer. Sein zweiter Versuch. Schön gesehen von Heiko Herrlich. Diesmal stimmte die Richtung. Matthias Sammer, eigentlich auch noch von kleinen Problemen begleitet, hat immer Beschwerden an der Achillessehne. Die kommen immer wieder, die gehen nie mehr so ganz weg. Strunz, Sforza. Super gemacht, Andi Herzog. Und jetzt Babbel gegen Herrlich. Da ist die Szene. Babbel gegen Herrlich. Sie sind im roten Bereich. Also, ich weiß nicht, liebe Zuschauer. Ich bin mir da nicht sicher. Hier das Laufduell. Beide drücken ein bisschen. Beide haben sich an den Armen. Babbel fällt als erster. Und dann fällt Herrlich über Babbel. Und Steinborn zeigt auf den Punkt. Elfmeter für Borussia Dortmund. 40. Spielminute. Von den letzten 10 Elfmetern, die er auf seine Kasten bekam, konnte Oliver Kahn keinen halten. Michael Zorc. Und jetzt gibt es noch Gelb für Markus Babbel, der sich hier nicht mehr beherrschen kann. Das kennen wir nicht vom Münchner. Und ich sage es ganz offen, liebe Fußballfreunde, ich habe große Schwierigkeiten, diesen Elfmeter als zurechtgegeben hier anzuerkennen. Ich meine, es war keiner. Es tut mir leid, ich habe nur diese Bilder. Und ich kann nur zu diesen Bildern sprechen. Und ich glaube, es ist eine Fehlentscheidung. Kein Vorwurf an Herrn Steinborn. Kein Vorwurf. Letzte Woche haben die Bayern einen bekommen. Da war ich auch der Meinung, es war keiner. Und deshalb sage ich hier, es war keiner. Stefan Reuter. Stefan Reuter. Oliver Kahn verladen. Der löst sich sehr früh, fliegt in die Ecke aus seiner eigenen Perspektive. Und dann hinein ist Tango, Stefan Reuter. Aber damit überhaupt kein Zweifel aufkommt, liebe Zuschauer, noch einmal meine Feststellung von hier oben. Nach den Bildern, die wir hatten, sage ich mit allem Nachdruck, für mich war das kein Elfmeter. Irgendwo gleicht sich alles aus. Bayern muss jetzt kommen. Vielleicht tut es dem Spiel gut. Thomas Helmer. Nerlinger. Ah, ist ihm versprungen.
Also vom Herzog, da muss ein bisschen mehr kommen. Der ist für mich zu passiv im Bayern-Spiel. Ricken. Schön angenommen von Möller. Ja, da war ihm ein Moment lang die Sicht versperrt, dem Steff Freund. Ausgerechnet vom Schiedsrichter. Und Sommer. Oh, der muss aufpassen, der Thomas Strunz. Gelb hat er schon gesehen. Da hat er den Sommer. Na, man kann schon sagen. Ja, doch, er hat ihn von hinten getroffen. Ball nicht, aber hinten die Hacken von Matthias Sammer, und zwar da, wo es so weh tut, auf die Achillessehne. Ja, ganz schön abgeferkelt. Sicherlich ohne Absicht, aber er hat ihn getroffen. Tja, es laufen die letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit, liebe Zuschauer. Das ganz große, entfesselte Spiel war es nicht. Es geht ja hier auch um einiges, konnte man nicht erwarten. Beide Mannschaften mit viel Respekt, sehr konzentriert. Wenig Torgelegenheit, Tanko jetzt nochmal und Möller. Ein bisschen weit versprungen der Ball. Und die Bayern gleich im Gegenzug, Zickler. Herzog. Ja, das wollen wir ihm nicht vorwerfen. Der Österreicher war da in vollem Lauf. Und jetzt Jürgen Kohler. Ja. Da würde Uli Hoeneß jetzt wahrscheinlich kommentieren, was sucht der da, der Kohler? Was macht der da? Ist ja nicht verboten, dass er mal dahin geht. Er hatte ja Platz. Aber eindeutig Stoppfehler da von ihm. Ohne Not verspringt ihm der Ball. Klar im Tor aus. Jürgen Kohler. Also ein Spiel, das von beiden Seiten sehr konzentriert geführt wird. Beide Teams halten sich an die Marschroute ihrer Trainer. Große Disziplin. Die Führung der Dortmunder glücklich durch den Elfmeter von Stefan Reuter verwandelt. Und jetzt noch einmal die Bayern. Mit Zickler. Ja. Mit aller Cleverness von Matthias Sammer da, sein Körper eingesetzt, fair eingesetzt gegen Nerlinger. Jetzt ist die reguläre Spielzeit um. Schwer zu nehmen für Heiko Herrlich. Er hat einen sehr schweren Stand, muss doch meistens allein in der Spitze ackern, muss dort arbeiten, wie schon in Glasgow. Und er hat sich ja so sehnlichst eine Verstärkung, eine Ergänzung gewünscht. Tanko tut einiges, aber er hängt doch meistens auch immer ein bisschen zurück. Jetzt wird er angespielt, soll angespielt werden. Aber Helmer. Zardino, zielgelauert. Kein Abseits. Aber der Ball hatte zu viel Fahrt, da konnte Christian Ziege nicht mehr rankommen. Also es wird eine große Stimmung sein hier in der Pause mit diesem 1:0. Ihr könnt nach Hause fahren. Das wäre natürlich gar nicht in unserem Sinne, liebe Fußballfreunde. Wir wünschen uns eine spannende zweite Halbzeit, in der Otto Rehhagel vielleicht noch einen drauflegt in der Offensive. Vielleicht bringt er ja noch den Scholl. Das ist doch einer, der was machen kann, auch auf eigene Faust, Mehmet Scholl.
Und da ist es aus. 1:0, die glückliche Führung, und Otto kann darüber noch lachen. Hoffentlich bleibt es am Schluss noch so. Willkommen wieder, liebe Fußballfreunde, im Westfalenstadion. Stimmung gut, keine Frage. Bei diesem 1:0, Elfmeter, 40. Minute, Stefan Reuter, sein drittes Tor. Sein dritter Elfmeter. Und Otto Rehhagel gibt jetzt Gas, denn wir wollen Spaß. Und er bringt neue Leute. Das ist zum Beispiel Didi Hamann. Und kommen wird auch Mehmet Scholl. Raus Herzog und raus Zickler. Mehmet Scholl, heute schon zum vierten Mal eingewechselt. Er muss jetzt seinen aufgestauten Frust in positive Leistung umsetzen. Das ist sein Problem bei dieser Mannschaft. Da ist Babbel, der Unglücksrabe. Kollege Dahlmann ist bei ihm. Bin gespannt, ob er sich äußert. Er hat ja an sich nichts zu verbergen. Denn wir haben ja klar Position bezogen. Er will aber nichts sagen. Hören wir gerade schon. Also Markus Babbel, wir haben es ja hoffentlich aufgeklärt. Kein Vorwurf an Edgar Steinborn, den Unparteiischen. Natürlich wollte der diesen Elfmeter nicht unberechtigt geben. Genauso wie letzte Woche der Herr Kasper in München den Elfmeter nicht wieder besseres Wissen gegeben hat. Das ist alles klar, aber unglücklich ist es trotzdem. Und wir, liebe Zuschauer, haben eben mal ganz tief in unseren Computer reingegriffen. Und was haben wir da gefunden? Also, in der Bundesliga-Geschichte zwischen Dortmund und Bayern gibt es eine signifikante Erkenntnis. Die Mannschaft, die in der Halbzeit im Rückstand lag, hat noch nie gewonnen. Was sagen Sie nun dazu? Aber, wie das immer so ist bei der Statistik, irgendwann kippt sie mal. Irgendwann kippt sie mal. Da ist Mehmet Scholl, einer der beiden Neuen für Andreas Herzog. Er ist ja einer, der auf eigene Faust was machen kann. Unheimlich dribbelstark, Zug zum Tor, schnell ist er, kann Löcher reißen. Didi Hamann, gerade haben wir noch mal Otto Rehhagel gesehen. Wenn der zornig ist, wird es gefährlich. Aber noch schlimmer ist sein Mitleid, kann ich Ihnen sagen. Didi Hamann. Auch er hat schon ein Tor gemacht in der laufenden Saison. Fast Stammspieler unter Otto Rehhagel geworden auf der rechten Außenbahn. Vielleicht macht das ja besser als Zickler, der doch gegen Martin Krehe nicht so gut zur Geltung kam. Bei Borussia Dortmund zunächst kein Wechsel. Reuter. Reuter, der für mich das Duell auf der rechten Dortmunder Außenbahn für sich gestalten konnte, gegen Christian Ziege. Der hatte wenig Szenen im ersten Durchgang. Da haben wir ihn, Christian Ziege, Kostadinov. Bodo Schmidt gibt ihm keinen Raum, aber jetzt hat er ihn verladen. Nanu, Andi Möller mit Kopfballklärung in der eigenen Abwehr hinten. Thomas Strunz mit der größten Möglichkeit der Bayern in der 30. Minute, als da Stefan Kloß nur mit viel Dusel klären konnte. Und Ciriakos Sforza. Mit der auffälligste Spieler bei den Bayern in der ersten Halbzeit, sehr, sehr viele Ballkontakte, brachte auch eine ganze Menge nach vorn. Eine interessante Statistik, die wir da gerade eingeblendet sehen. Die Bayern also ganz schön aggressiv hier im Westfalenstadion. Klar in Führung bei den Fouls. 18:4. Reuter. Und schon wird es wieder eng für Kohler. Und schon der Fehler.
Das gibt Gelb für Kostadinov nach dieser Attacke gegen Matthias Sammer. Vierte gelbe Karte im bisherigen Spiel. Sammer. Eine wegen eines verbalen Ausfalls gegenüber dem Schiedsrichter. Ebenso Markus Babbel. Der tut mir ein bisschen leid, weil der hat sich ja zu Recht beschwert. Bei dem Elfmeter dann auch Strunz und Kostadinov jetzt mit Gelb. Didi Hamann, sein zweiter Ballkontakt, spielt halb links in der Defensive. Eine ungewohnte Rolle eigentlich für ihn. Und auf der rechten Seite sehen wir Mehmet Scholl. Abseits, ja, ja. Ganz klar und deutlich, Ibrahim Tanko. Da ist Scholl. Unhaltbar für Stefan Kloß. Wunderbar herausgespielt, dieser Treffer. Ausgangsstation war Mehmet Scholl und drüben ist der Ball jetzt im Seitenaus. Christian Erlinger. Sein zweiter Saisontreffer übrigens für den FC Bayern. Gar nicht gegen Andi Möller ganz gut gehalten und jetzt das Tor. Aber viel, viel Übersicht bei Emil Kostadinov. Der hatte hinten förmlich auf, als er den Erlinger erkannte. Svoca, Helmer. Auch der wird jetzt offensiver. Thomas Helmer haben wir wenig gesehen im ersten Durchgang, dass er sich nach vorne einschaltete. Also, liebe Fußballfreunde, das ist von der Dramaturgie her eigentlich ganz ideal. So früh der Ausgleich, 49. Minute, 1-1. Ja, das ist seine Spezialität. Nicht? Manchen pfeift er ja zu viel. Hat sich der Thomas Helmer neulich mal beschwert. Man weiß ja gar nicht, wo man hinlaufen soll. Kann doch nicht überall sein. Aber Otto hat sich eisern durchgesetzt. Da gibt es kein Aufmucken. Da können Sie den Papin nachfragen. Der hat sich letzte Woche bitter beschwert, dass Otto nicht redet. Otto redet nicht, Otto entscheidet. Papin ist zu Hause geblieben. Abseits. Abseitsposition, gleich zwei Mann. Svoca, der für mich unglaublich viel Raum hat. Um den sich keiner kümmert bei seinen Vorstößen. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Das geht immer nur einmal. Diesmal bekommt Babbel einen Freistoß zugesprochen, weil Heiko Herrlich da den Ellenbogen rausgetan haben soll. Da haben wir noch mal den Zweikampf. Ja, ja. Absolut in Ordnung. Gut gesehen diesmal von Edgar Steinborn. Schon okay. Ach, wieder frei, den Erlinger. Andi geht da nicht mehr hinterher, Andi Möller. Reinhold Beckmann mit unserem Fachmann Hansi Müller im Gespräch. Bitte schön, meine Herren.
Ja, Werner, am Fußball ist ja manchmal wirklich komisch. Uli Hoeneß hat eben gesagt hier zur Pause, ein grottoides Spiel in meiner eigenen Mannschaft. Schlimm, schlimm, schlimm. Und dann tritt ein, was du eigentlich prophezeit hattest, Mehmet Scholl. Ja, ich habe vor dem Spiel gesagt, für mich nicht nachvollziehbar, dass Mehmet nicht spielt. Er ist in der Topform im Moment. Und er hat es bewiesen, nach 2 Minuten macht er schon den entscheidenden Pass auf Ciriaco Sforza. Hansi, danke für den Kurzkommentar. Da wird sicherlich noch einiges von Mehmet Scholl zu sehen sein. Wir haben ja eben schon wieder eine hochkarätige Chance der Bayern hier bei uns auf dem Monitor beobachten können. Werner, bitte. Ja, ihr werdet es nicht glauben, das haben wir genauso gesehen mit dem Mehmet Scholl. Und die Borussen. Reuter. Außen geht Reken, ja. Beim Lars Ricken wird es irgendwann sicherlich ein Kraftproblem. Der Junge geht weite Wege im Mittelfeld, weicht immer wieder aus auf die Flügel. Das ist die andere Seite von Mehmet Scholl. Der kann auch ganz schön bissig sein im Zweikampf. Foul an Steffen Freund. Sammer. Zweite Ecke Borussia Dortmund, Andi Möller. Jetzt kommt auch Jürgen Kohler, Heiko Herrlich, lauert weit hinten. Auf ihn soll er kommen, aber da ist Helmer vor. Entscheidender Moment ist da immer wieder alles dicht durch die Mitte. Da sind sie gut abgeschirmt. Doppelpassversuch an die Möller. Scholl. Oh ja, Christian Ziege, auch hier gelb. Gelb gegen Christian Ziege und das ist dann seine 5. Bedeutet Pause. Pause für den jungen Mann. Christian Ziege gegen Stefan Reuter. Absolut vertretbar. Also die Bayern wie aufgedreht hier im Zweikampf. Sehr aggressiv. Hier. Ja, die Sense rausgeholt gegen Stefan Reuter. Wohin damit? Wo soll er hinspielen? Also die Bayern gehen hier einfach mehr zur Sache. Schnell ausgeführt, der Freistoß, Kreh, Möller.
Ja, auch ihm gelingt im Grunde genommen bisher sehr wenig. Andi Möller. Und Scholl. Viel Platz jetzt. Das machen sie wunderbar vor, wie aus dem Lehrbuch. Unglaublich schnell und zügig dieser Konter gefahren. Dann die Flanke Scholl und Christian Ziege mit mustergültigem Kopfball. Glück für Dortmund, dass Stefan Kloß da die richtige Ecke ahnte, die kurze Ecke dicht machte. Sonst wäre es eingeschlagen. Thomas Helmer, hier noch einmal diese Chance. Mehmet Scholl, die weite Flanke über die Dortmunder Abwehr hinweg. Und ganz hinten Christian Ziege, da. Super reagiert von Stefan Kloß. Und der Reagel hat ein bisschen umgestellt in der Abwehr. Der hat wohl Schlimmes befürchtet, wenn der Babbel weiter gegen Herrlich zu Werke geht. Also Babbel jetzt mehr an der Seite von Tanko. Und Thomas Helmer übernimmt dann Heiko Herrlich. Neue Pärchenbildung. Und das ist Martin Kreh. Natürlich einfallslos diese Querpässe und dann die Ballverluste, die tödlich sein können gegen diese bayerische Mannschaft. Ziege. Und da muss Sammer schon wieder alles bringen. Schon okay, Christian, Freistoß Dortmund nach dieser Attacke. Na, da kann man die Uhr nachstellen. Beide laufen aufeinander zu und das mündet dann im Crash, aber ein relativ harmloses Foul von Nerlinger an Sam. Gute Stunde gespielt, 1-1, völlig okay, muss man sagen, auch nach Chancen und Spielanteilen. Beide machen Druck und beide ziehen sich, wenn der Gegner den Ball führt, auch wieder in die eigene Hälfte zurück. Freund. Gleich sind sie da, gleich greift sie an. Babbel jetzt gegen Tanko. Möller. Also richtig hat er den Turbo heute Abend noch nicht rausgeholt. Sammer, wieder auf Möller. Und nun. Kein Pfiff. Kein Pfiff, kein Schuss und kein Tor. Kein Elfer für Dortmund. Wir werden die Zeit noch mal anhalten, liebe Fußballfreunde, und die Lupe drauf halten auf diese Szene. Ja, das tut doch gut. Das tut doch noch wirklich gut. Ja. Kommt sie. Also, liebe Zuschauer, Hamann gegen Möller und ich meine, der lange Hamann hat dem Möller das Standbein weggezogen. Also, wenn er hier gepfiffen hätte, meine ich, hätte sich keiner beschweren können. Also, wir greifen wieder voll in die Bilder. Thomas Helmer. Mit dem nicht ganz so starken Rechten hat er da gerade abgezogen. Costadino. Sofort geht Hamann. Hat er das Beste draus gemacht. Die Schritte von Lars Ricken werden kürzer, während der FC Bayern die erste Ecke herausgeholt hat in diesem Spiel. Eigentlich ein bisschen verwunderlich, nach gut einer Stunde. Stefan Stoffel Kloß, wie sie ihn hier nennen. Super Reaktion auf der Linie. Und da habt ihr es gerade gesehen.
als ob er mich bestätigen wollte. Super reagiert von Stefan Groß in dieser Szene. Da! Nach vorne! Nach vorne, signalisiert Otto. Die ganzen unentschieden Spielerei, das nützt ja hier keinem was. Hier brauchen wir einen Sieger. Da kam Jürgen Klinsmann einen Schritt zu spät. Vom Jürgen haben wir insgesamt sehr wenig gesehen. Das hat Kohler eigentlich bisher sehr gut gemacht. In der Abwehr steht er gut gegen Klinsmann. Nur wenn es dann nach vorne geht, dann ist es ein bisschen gemächlich bei Jürgen Kohler. Da bringt er nicht so viel. Stunz. Naja, ein bisschen Tralala muss natürlich dabei sein auf der Bayernbank und dann Strunz. Aber schauen Sie mal, wie bissig. Wie bissig die Bayern sind. Hier in diesem Fall der Kostadinov. Wie der da rangeht an den Gegner. Zäh und verbissen kämpft er da um den Ball. Gegen Bodo Schmidt. Emil Kostadinov. Der spielerisch eine passende Ergänzung ist zu Jürgen Klinsmann. Der ihm vorlegt, der ihm auflegt. Von beiden sicherlich der bessere Fußballer, gar keine Frage. Nicht so sehr der Vollstrecker. Einer, der selbstlos für seine Kameraden spielt. Vorbereiter ist. Danko. Ja, der Pfiff kam ein bisschen spät. Nerlinger, meine ich, hat sich da sauber und fair durchgesetzt. Sich den Ball erkämpft. Vorher das Foul von Sforza möglicherweise an Tanko. Ah, mit aller Ruhe und Cleverness da. Von Thomas Strunz. Überhaupt muss man sagen, die Abwehr der Bayern sehr solide und stabil. Das ist wieder Matthias Sammer, wie er lebt und lebt. Der Hitzkopf, der Feuerkopf mit einer Entscheidung von Steinborning einverstanden. Wenn das so ausgeht, Freunde, ist doch schön. Ist doch herrlich, Mensch. Otto, nimm mal eine Brust, der Matthias. Ein Dortmunder am Boden, können Sie im Moment nicht sehen. Hier haben wir ihn. Das ist Jürgen Kohler. Oh Mensch, nicht schon wieder. Der ist ja im Grunde immer noch nicht wieder ganz fit, der Jürgen Kohler, aber der kann was einstecken. Der schickt die freundlichen Helfer erstmal weg. Signalisiert aber jetzt an die Adresse von Ottmar Hitzfeld. Es geht nicht mehr. Hat offenbar einen Schlag bekommen, hinten ins Kreuz. Er geht sehr schwer, schleppend. Also, Jürgen Kohler gerade dabei, sich vom Bildschirm zu verabschieden. Hier kommt sicher noch einmal die Szene. Da ohne Einwirkung eines bayerischen Spielers. Muss er sich da wehgetan haben, der Jürgen Kohler. Dortmund mit 10. Unpräzise diese Flanke von Mehmet Scholl, der aber insgesamt mehr Dampf gebracht hat in das Bayern-Spiel, keine Frage. Vor allen Dingen, wenn er von außen kommt. Helmer. Ziege.
Oh, da will er austanzen, den Stefan Reuter. Ja, und wir schauen mal rüber, wer denn nun kommen wird. Da ist Michael Zorc. Das Dortmunder Urgestein für Jürgen Kohler. Kohler raus, Michael Zorc rein. Eine Rolle, die ihm in dieser Saison ja schon einige Male beschert war. Und manche sagen, ist das ein Abschied auf Raten für den verdienstvollen Michael Zorc, der 17 Jahre hier schon in Dortmund spielt. Er ist ein Stück der Borussia. Hat aber natürlich inzwischen Probleme mit der Schnelligkeit. Er ist ja schon 33 Jahre alt. Sein großer Vorteil, Kopfballstärke. Wir fragen mal nach, wie es ist mit Jürgen Kohler. Jörg Dahlmann, bitte. Ja, Jürgen Kohler, können Sie uns genaueres zu Ihrer Verletzung sagen? Na gut, bei mir war er schon seit 3-4 Tagen war der Rücken ein bisschen blockiert und habe ich jetzt gemerkt, das war wie so eine Art Krampf und da wollte ich also nichts mehr riskieren, weil die Saison ist immer noch lang und da hätte ich mir wahrscheinlich einen Muskelfaserriss geholt, wenn ich weitergemacht hätte. Noch eine ganz kurze, banale Frage, wer ist die bessere Mannschaft hier? Ja, das kann ich am Schluss vom Spiel beantworten. Danke. Das war natürlich eine diplomatische Ausflucht von Jürgen Kohler. Das ist auch wirklich schwer zu sagen. Beide haben hier gehörige Spielanteile. Es geht hin und her. Klos und Nerlinger. Der fackelt nicht lang, der Christian. Das waren so 14, 15 Meter. Direkt genommen diesen Ball. Und da liegt Jürgen Klinsmann. Das wird Berti Vogt gar nicht gerne sehen. Wir vermuten, dass Jürgen Klinsmann die Zunge verschluckt hat, liebe Zuschauer. Da muss sofort Hilfe her. Er liegt reglos am Boden. Jetzt die Betreuer bei ihm. Da kann man nicht lang wegtragen. Da muss sofort behandelt werden und das ist auch so. Das geschieht auch unten. Zeit nutzen, ein bisschen nachtanken, nachladen. Das Spiel kostet Kraft, zehrt an den Kräften. Immer noch Jürgen Klinsmann. Dr. Pohlmann bei ihm. Hier noch einmal die Slow-Mo. Ja, eigentlich, da muss er mit dem Stefan Kloß im Abfallen sozusagen, muss er mit dem Stefan Kloß zusammengestoßen sein. Oben an die Schulter von Stefan Kloß ist er gekommen. Beide im Fall. Da ist nun Patrick Berger. Bei Borussia Dortmund, Patrick Berger für Tanko. Für Ibrahim Tanko. Der war einfach am Ende der Junge und wir bangen immer noch um Jürgen Kohler. So ganz langsam, glaube ich, kommen die Lebensgeister jetzt zurück. Und da ist schon der neue Mann, da ist Marcel Witeczek. Erster Ballkontakt für ihn. Kann sich über allzu große Spielpraxis wirklich nicht beklagen. Der Martin Witeczek hat erst zwei Spiele bestritten in der Saison für den FC Bayern und beide Male ist er eingewechselt worden. Also er ist so eine Art typischer Notstopp bei den Bayern. Thank you.
Michael Zorc. Und da haben wir Berti Vogts mit dem versammelten Fußballsachverstand der Bundesliga. Schiedsrichter auch dabei, sehe ich da gerade. Na, das ist aber schön. Schauen Sie. Bagelsdorf, Maslow, Löhr, Funkel. Trainertagung in Düsseldorf. Und Berti Vogts hat die Chance genutzt. Beide Mannschaften spielen hier gewissermaßen auf einem Silbertablett. Wie in einem Hörsaal sollen sie Fußball demonstrieren. Und ich denke, das gibt doch für Fachleute eine ganze Menge zu erkennen, wie diszipliniert hier zwei Mannschaften zu Berge gehen. Nicht blind alles oder nicht spielen. Sehr kontrolliert auf ihre Chance warten. Jetzt wieder der Konter. Drücken wir dem Jürgen Klinsmann die Daumen, liebe Fußballfreunde, dass er bald wieder aufrecht steht. Denn wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn für die anstehenden Länderspiele. Sammer. Ah, kam nicht an, dieser Pass auf Möller. Herrlich auf Berger. Ja, der Ball war wohl im Tor aus. Ein bisschen zu steil von Lars Ricken da auf Stefan Reuter gespielt. Aber wir sehen schon, wenn das Spiel über die Flügel aufgerissen wird, dann ist gleich Leben in der Bude. Also die Dortmunder mit frischen Offensivkräften. Patrick Berger. Berger, Herrlich, Ricken und Möller. Mensch, das müsste doch was geben. Aber jetzt erstmal Vitecek. Da machen sie zu, die Dortmunder und Sammer. Kämpft, wie immer, beispielhaft für seine Mannschaft. Haut hinten Dinger raus. Sicher fehlt ihm auch noch ein Schuss Sicherheit, ist gar keine Frage. Der ganz große Glanz bei ihm auch noch nicht da. Durch ständige Verletzungen, kann man verstehen. Und ich sage es noch einmal, natürlich fehlt auch ein Mann wie Julio Cesar. Um saubere Verhältnisse in der Dortmunder Abwehr sicherzustellen. Da kommt noch einer. Noch ein offensiver Mann. Das müsste Sosa sein. Ruben Sosa. Aber vorne. Scholl gegen Kreh. Ja. Super! Auf Ziege! Und da muss man dem guten Martin Kreh natürlich einen Vorwurf machen. Der muss da einfach rangehen an den Scholl. Der darf den nicht so frei flanken lassen. Da, der tanzt ihn leicht aus und dann kommt die Flanke maßgerecht auf Christian Ziege. Hat er nicht voll erwischt den Ball. Gute Reaktion von Stefan Kloß. Steht im kurzen Eck. Also ich sagte es eben schon, die Kräfte bei dem guten Lars Ricken jetzt doch ziemlich zur Neige gegangen. Und für ihn kommt nun Ruben Sosa, der 29-Jährige, den sie von Inter Mailand geholt haben. 2,8 Millionen und manche sagten ja schon ein 2,8 Millionen Missverständnis, aber in Dortmund sehen sie das ganz anders. Der ist ja geholt worden für den Fall, dass dem Herrlich vorne was passiert. Er ist ein reiner Offensivspieler, hat große Probleme in der Abwehr, in der Deckung und in der Defensive. Und deshalb hat ihn Ottmar Hitzfeld in diesem wichtigen Spiel auch nicht von Anfang an gebracht. Aber jetzt Ruben Sosa. Instinktfußballer. Oh, schwach, schwach. Dieser Pass von Strunz, der auf Scholl gedacht war. Michael Zorc
der jetzt nach hinten absichern soll im defensiven Mittelfeld. Oh! Dafür kann man Geld geben. Und das wäre dann Gelb-Rot gegen Thomas Strunz. Eine allerletzte Verwarnung. Und die Dortmunder verstehen es nicht. Und ich muss sagen, da hat er reichlich Nachsicht bekommen, der Thomas Strunz. Reichlich Nachsicht. Hat ihn richtig schön umgerissen. Das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Da kommt er. Hat der Berger selber Schuld? Warum ist er auch so schnell und so wendig? Da kann der Strunz sich gar nicht anders retten. Nicht? Die 79. Spielminute, liebe Zuschauer, das Westfalenstadion tobt und er freut sich sogar. Schmidt presst die Lücke frei und dann raffiniert. Das ist ja sensationell, der Mann ist 3 Minuten im Spiel und macht so. Riesenjubel um den Mann aus Uruguay. Ein Instinktfußballer, der solche Dinger immer drin hat, der für jede Überraschung gut ist. Und die Dortmunder Ballgesellschaft natürlich jetzt hier total aus dem Häuschen. 10 Minuten noch. Jetzt muss Bayern nachlegen. Ich fand das auch bemerkenswert, wie Bodo Schmidt da die Lücke freipresste in der Bayernmauer. Sodass Sosa freie Bahn hatte. Neue Information von Jürgen Klinsmann, liebe Zuschauer. Er wird im Kabinengang drunten immer noch behandelt, hat es aber abgelehnt, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Ihm gelten weiterhin unsere besten Wünsche. Dortmund führt und jetzt kommt Scholl und wie der da reingeht. Wie der da reingeht in diesen Zweikampf. Aber Schiedsrichter Steinborn lässt hier weiterlaufen. Der Koch, der Mehmet. Der kocht innerlich, der ist aufgeladen. Der 82. Minute. Womöglich die Vorentscheidung. Michael Zorc. Der Mann, der nach hinten absichern sollte. Helmer. Scholl. Da war es ein bisschen zu spitz. Konnte er nicht mehr reinbringen. Völlig klar. Also es waren die 9 Leute bei Borussia Dortmund. Es war in der 79. Minute Ruben Sosa mit diesem Hammerfreistoß. Ja, Otto, das Westfalenstadion. Heute dein 17. Besuch als Trainer und einmal erst gelang ein Sieg mit Werder Bremen. Das war 1984 am 31. März mit 3:2. Mit Düsseldorf hat er hier verloren, mit Bielefeld 14 Mal mit Bremen und heute wahrscheinlich auch mit dem FC Bayern. Kostadinov. Jetzt ist es natürlich ein Nervenspiel bei den Bayern. Jetzt klappen die Aktionen nicht mehr. Die Pässe kommen nicht mehr an, wie gerade eben von Kostadinov. Ah, er kann es auch auf 2 Fingern pfeifen. Zurück! Jetzt aber bitte zurück, meine Herren. Ja, ja. Ein bisschen Sicherheit muss schon sein. Ottmar Hitzfeld. Die Dortmunder Erlebnisgesellschaft. Auf der Südtribüne. Nicht mehr zu halten. Wird eine lange Nacht werden hier
in Westfalen. Stefan Kloß mit einer soliden Leistung heute Abend. War nicht besonders gefordert. Einmal hatte er Glück in der 30. Minute bei der Szene von Strunz. Jetzt im Mittelfeld, schön vorbei an Zorc, immer noch Scholl. Jetzt erst kommt Sammer. Nee, war nix. Sammer dachte schon, Steinborn hätte abgepfiffen. Aber es geht weiter und wieder Sosa. Außen geht Möller, er sucht Herrlich. Lässig, schön das Spiel geöffnet, rüber auf die linke Seite, Berger! Und er hat vielleicht eine Klebe. Und links Patrick Berger, großer Techniker, mit einem gewaltigen Linksschuss ausgestattet hier. Man geht förmlich in Deckung, wenn man den so anlaufen sieht. Jetzt kommt nicht mehr zu viel von den Bayern. Die Aktionen jetzt gelähmt. Sforza in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen untergegangen. So die letzten 20 Minuten. Scholl. Ganz außen Bubble. Aber wieder. Völlig verständnislos. Dieser Steilpass in die Quere von Mehmet Scholl. Da läuft jetzt gar keiner mehr hin. Noch regulär 3 Minuten zu spielen. Laola im Westfalenstadion. Mehr können wir Ihnen heute Abend nicht mehr bieten, liebe Zuschauer. Das war noch einmal Scholl auf Hamann, aber der verzappelt da den Ball. Immerhin Eckball rausgeholt. Dritter Eckball für den FC Bayern. Sforza. Das ist die Dortmunder Zielgruppe, liebe Freunde. Die Dortmunder Fußballoper haben sie das Westfalenstadion getauft. Manchmal ist es auch ein Operettenhaus. Nerlinger. Und Scholl. Einmal die super Chance für Christian Nerlinger und Stefan Kloß. Er hat sich wehgetan da, 89. Minute bei dieser Abwehr. Aber toll, wie er reagiert hat. Stefan Kloß, viel gelernt bei Toni Schumacher. Noch einmal, Kostadinov überlässt und dann Nerlinger. Steffen Freund nicht energisch genug dabei. Ja, Stefan Kloß knallt da bei dieser Abwehr vor dem Pfosten mit der Brust. Ein bisschen benommen. Am Boden jetzt auch Steffen Freund. Gekämpft haben sie alle, alle auf beiden Seiten. Es war ein Spiel hin und her. Lange Zeit mit großer Disziplin geführt. Scholl.
ein bisschen typisch für das Spiel der Bayern jetzt in der Schlussphase. Da kommt der Strunz von hinten, will Anlauf nehmen zum Schuss. Und dann kommt ihm da der Thomas Helmer zuvor, macht die Chance praktisch zunichte. Jetzt noch eine Menge Konfusion. Und dieser Schuss von Didi Hamann weit am Ziel vorbei. Ich weiß nicht, liebe Zuschauer, ob Sie auch zu den Fußballfreunden gehört haben, die den Dortmunder die Daumen gedrückt haben auf einen Sieg heute Abend hier. Wenn nicht, vielleicht hatten Sie was Besseres vor mit Ihrem Daumen. Kein Problem, auf jeden Fall. Im Ergebnis müssen wir sagen, die Bundesliga wird durch diesen Dortmunder Sieg sicherlich ein bisschen spannender. Berger! Schön gedacht auf Möller, dieser Pass. Abseits. Scholl von der linken Seite. Kostadinov geht. Scholl. Das war ein bisschen einfältig, wie er da vorbei wollte an Bodo Schmidt. Die letzte Spielminute. Wahrscheinlich wird ein bisschen nachgespielt werden durch die Verletzung von Jürgen Klinsmann allein. Wir werden sicherlich noch bemüht sein, Neuestes über seinen Zustand zu erfahren und dann an Sie weiterzugeben. 3:1 gewinnt Borussia Dortmund durch die späten Tore von Michael Zorc in der 79. und Ruben Sosa in der 82. Minute. Umgekehrt war es Zorc in der 82. und Sosa in der 79. mit diesem Hammerfreistoß. Bis dahin ein absolut ausgeglichenes Spiel. Nie so ganz losgelassen, so ganz entfesselt, sagte es schon, von beiden Seiten mit großer Disziplin geführt. Da ging es auf und ab. Steffen Freund, erst gegen Ziege und dann gegen Scholl. Er ist ja ein Kraftpaket, ein unverwüstlicher Wachhund im Spiel der Dortmunder Borussia, dieser Steffen Freund. Auch er gehört ja zum erweiterten Kader von Berti Vogt für die beiden Länderspiele gegen Moldawien und gegen Wales. Jetzt sind wir schon weit in der Nachspielzeit. Noch einmal Reuter. Matthias Sammer. Er heute wieder mit einer vorbildlichen Leistung. Noch nicht so der ganz große Strahlemann, wie wir ihn kennen aus der letzten Saison. Aber in der Abwehr aufopferungsvoll. Und wenn es drauf ankam, auch mit der nötigen Konsequenz. Und immer wieder auch am Aufbau des Dortmunder Offensivspiels beteiligt. So wie jetzt. Gegen Hamann, der hält ihn fest. Freistoß noch einmal für Dortmund, während die Fans hier schon Ottmar Hitzfeld feiern. Lautstark. Natürlich ist er heute Abend der beste Mann der Welt. Es war auch ein Spielchen, Hitzfeld gegen Rehhagel, liebe Fußballfreunde. Sie kennen es ja aus dem letzten Mai. Schlusspfiff. 3:1 gewinnt Borussia Dortmund, erweist der Bundesliga sicherlich einen guten Dienst. Es wird wieder spannender. Patrick Berger spät gekommen, immerhin einiges getan für das Spiel nach vorne. Ruben Sosa, der Mann mit seinem Freistoß in der 79. Minute, der die Vorentscheidung brachte. Alle glücklich und unten steht Kollege Thomas Herrmann mit einem Gesprächspartner. Mehmet Scholl, nun werden die Schlagzeilen jetzt heißen, Fußball Deutschland atmet ab. Könnt ihr es nachvollziehen, dass die Stimmung so gegen euch läuft? Das können wir schon nachvollziehen, weil die Leute wollen auch nicht, dass es langweilig wird und jetzt ist es ja nicht langweilig. Sind bestimmt eine gewisse Wut im Bauch in der zweiten Halbzeit aufs Spielfeld gelaufen? Hat der Otto Rehhagel gesagt, warum sie auf der Ersatzbank saßen? Meine Frau und ich, wir haben vor 2 Jahren geheiratet und bei uns läuft alles gut.
Es hört sich gut an, aber er hat eine Begründung geliefert. Der muss es nicht begründen. Danke, Mehmet. Michael Zorc, Sie wissen, dass ich normalerweise einen Schnaps mitbringen müsste, ja? Weshalb? 111. Bundesliga-Tor von Ihnen. Wussten Sie es nicht? Nee, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber es war ein sehr schönes. Ich will jetzt Ihre Freude gar nicht schmälern. Erstmal Glückwunsch erstmal dazu. Aber ist das nicht für Sie so ein bisschen unbefriedigend? Ich meine, Sie sind Kapitän und sind Reservespieler und haben so viel Verdienste für Borussia Dortmund und schießen auch noch die Tore diese Saison. Ja gut, die Verdienste von früher, die zählen nicht. Das ist ganz klar. Aber für mich ist das sehr, sehr unbefriedigend. Das ist ganz klar. Und ich mache mir auch meine Gedanken. Das heißt? Ja, ich mache sie mir noch. Das heißt? Ja, ich mache sie mir noch. Ich habe sie noch nicht abgeschlossen. Okay, letzter Versuch war das. Dankeschön.